Die Zeit läuft. So, so, so. Hi Chris. Thorsten, hallo. Moin. Juhu. Wir sind's, Chris, Thorsten. Hallo. Hi Chris. Wir kochen was. Wir kochen was und zwar, heute gibt's was Arabisches, eine Couscous-Pfanne. Lecker. Mit Halloumi-Käse, Mandeln, getrockneten Früchten. In diesem Fall sind es Aprikosen, ein bisschen frische Minze Super. und Kohlrabi. Geiles vegetarisches Gericht. Perfekt. Wollen wir anfangen? Fang mal an. Ja, wir haben hier schon mal was vorbereitet, Thorsten. Und zwar heißes Wasser. Couscous ist Mach ja ein bisschen erstmal. Mülleimer. Hier. Man sieht das Komm, ich kaum. stell den hier hin, dann können wir das immer hier reinwerfen. So, dann schauen wir doch mal hier ins Rezept. Ich hole mal Weil das alles Wasser hat raus. gerade hier gekocht Das Wasser hat gerade und gekocht. wir holen mal den Couscous raus. Hol ich? Oh, Der guck muss mal. nämlich da rein. Mache ich. Couscous. So, und dann, du hast es doch geschrieben, wo steht's denn? Hier. So. 350 Milliliter. Okay. Ich weiß genau, wie viel das ist. 350 Milliliter. Zeigst du es mir? Wie viel sind 350 Milliliter? Ich war mal Barkeeper, ich kann das ganz genau abmessen. Weil da bin ich nicht so gut drin. Ja? Ja, dann mach das doch mal. Ich mache das jetzt mal. Erstmal ein bisschen salzen. Perfekt. So. Und jetzt, also das Wasser hat gerade eben gekocht. Der Couscous ist ja sehr dankbar, weil man nimmt ihn, man geschüttet kocht das Wasser drauf und dann wartet man einfach 5 Minuten und fertig. So. 350. Ja. Ich sage dir genau, wie ich das immer mache. Ich nehme einfach den Couscous und mache so einen knappen Zentimeter einfach Wasser oben drüber. Das reicht. Das ist, so, das muss reichen. Wir freestylen uns da mal ein bisschen hin. So, Dann einmal durchrühren. rühren wir einmal durch, damit das Salz überall rankommt. Dann merkt man Und den Profi, Thorsten. dann machen wir das Super. Ich stelle es mal und dann stellen um. das dahin. Darf ich den Bitte walten Sie des Kohlrabi? Kohlrabi-Amtes. Dann nehme ich das Messer, aber ich mach mal kurz den. Mach mal den Schärfer. Also so behende, wie du mit dem Messer umgehst. Hast du mal überlegt, Messerwerfer zu werden? Nee, Nein. Komisch, nicht? ich will nicht mehr, nee. Nee, nee. Nachher geht's schief. Nachher Ich geht's schneide schief. lieber Kohlrabi. Also Messerwerfer finde ich einen den verrücktesten Artisten aller Zeiten. Ja. Wie viele Leute sind schon durch Messerwerfer umgekommen? Das müssen doch sau viele sein. Ich glaube gar Glaubst du nicht. nicht? Ich Ich meine, die habe noch nicht. trainieren viel. Die trainieren ja sau Also, viel. ich habe es nie gelesen, dass mal einer Aber umgekommen ist. man nimmt. Aber. Vielleicht muss man sich mal für den. Ja, wo liest man sowas? In der Mopo müsste doch sowas stehen. Ja, Oder ich habe jahrelang die Mopo gelesen. im Artisten-Newsletter. Vielleicht gibt es Ich ja habe sowas. jahrelang die Mopo gelesen, ich lese sie nicht mehr. Nee, Nee, nur noch ich habe Quatsch mir. drin. Es war immer Quatsch drin, Unterhaltsamer Quatsch. aber irgendwie, Positiv. ich will positive Sachen lesen und nicht diese Rummotzerei die ganze Zeit. Das ist auch nicht viel besser als die Bild-Zeitung. Okay. So, kleine Würfel. Ich hätte gern kleine Würfel, so dass es nicht zu lang braucht. Dann machen wir das so, oder? Ja, perfekt. Perfekt. Was kann ich eigentlich machen? Ich stehe hier nur dumm rum. Ich schaue mal in die anderen Tüten rein. Boah, du hast hier schon richtig Hardcore. Es ist Das, ich, du Zeit hast läuft, Druck. Thorsten. Die Du Zeit hast läuft. Druck, 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 Druck. Oh, herrlich. Ich finde ja Kohlrabi pur. Ich liebe Kohlrabi. Nimm Mach schnell das. mal ein Stückchen ab. Nicht zu Warum viel. denn? Das ist doch. Mach mal halbe, halbe. Ich stehe auf Kohlrabi. Kohlrabi ist geil. Otis steht sogar auf Kohlrabi. Es gibt aber viele Leute, die wissen nicht, was sie mit Kohlrabi machen sollen. Die Das haben zum das dann Beispiel. immer Ja. in ihrer komischen Gemüsetüte und dann wissen sie nicht, was sie damit machen sollen. So, ich mache das nochmal rein. Stimmt, ich glaube, viele Leute haben ein Problem. Die haben diese Kisten, weißt du, wo dann das Gemüse kommt. Und dann ist es schön und gut. Aber ich sag mal, was macht man dann mit 3 Kilo Weißkohl? So viel ist da gar Oder nicht drin, aber. was? Weißt du, wie 3 Kilo Weißkohl hast du ganz schnell Nein, ich zusammen. meine, Das ein das Kopf. Problem. Ja, aber mit Weißkohl kann man richtig viel machen. Ja, ich glaube, du vielleicht, weil du in der Küche sehr bewandert bist. Ja. Auf dem Olymp quasi.
auf uns herabblickst. Ja, mir fallen tausend Sachen ein, aber mir schnöben. Es ist schon problematisch, wenn man so eine Gemüsekiste hat und die Wintermonate wirklich immer, immer das Gleiche drin ist. Aber man lernt auch mal, was, was Saison hat. Das stimmt. Dass man halt dann nicht jetzt irgendwie die... Aber das wird ein langer Winter, wenn man in jeder Woche ein Weißkohl drin ist. Klar, aber vielleicht sind ja auch mal, Gott sei Dank, dann Schwarzwurzel drin und dies und jenes und... Naja, was muss ich mal jetzt... Zwiebeln mache ich hier nur rum. Mach mal die Zwiebeln mit rein. Was muss man als nächstes? Mach mal die Zwiebeln mit rein. Und dann machen wir den Halloumi. Der Halloumi wird auch... ein zweites Messer, aber nee, wir machen es so, dass ich mich beeilen muss. Ich finde es besser, wenn endlich ich mal ein bisschen... Du erzählst irgendwas Schönes. Mir fehlt noch ein Bier, wo ich dann so daneben stehe und einfach nur kluge Ratschläge gebe. Aber kann man das Bier jetzt eigentlich schon trinken wieder? Ob man Bier trinken kann? Nein, ich meine, ob die Temperatur wieder stimmt. Weil im Sommer, dann schmeckt es ja doch nicht so lecker. Bier, finde ich, geht immer. Warmes Bier, geht das auch? Achso, du meinst, weil es jetzt hier drin steht bei uns? Genau, weil es nicht im Kühlschrank ist. Achso, nee. Ich hab, wir haben zwar beide unser Winteroutfit heute schon an. Ich zumindest. Ich auch. Du auch eigentlich, gell? Ja, ich wollte im September noch kurze Hose tragen. Ja, aber es ist, heute Morgen war es richtig kalt. Schwach. So. Schwach, Thorsten. Ich rühre mal um dich rum. Behind the back, rühring. Mann, du kannst es so toll, gut, oder? Das ist, weil ich schneide jetzt mal. Dann kann man auch hinten, hinterm Rücken. Hinterrücks. Oh. Ja, das war aber auch richtig. Ja. Höchste Eisenbahn war das. Allerhöchste Eisenbahn. So wirft der Zwiebel, nein. Brauchen wir da die ganze... Ja, oder ich weiß nicht. Ich höre es schon ganz nach. Ach, ich mach's. Mach ein bisschen weniger. Okay. Sollen wir den Halloumi jetzt auch schon reinmachen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, beim Kochen ist ja eins der wichtigsten Skills, die man sich aneignen kann, ist Timing. Timing, wann kommt was wo rein? Ey, komm, ist doch, warum also soll man das wegschmeißen? Jetzt, ganz ehrlich, das dachte ich mir jetzt auch. Warum das wegschmeißen? Mein Vater hat mir mal erzählt früher, dass wenn man Zwiebel isst, dass man alt wird. Warum auch immer, ich glaube, das stimmt nicht mal. Aber auf jeden Fall hat er mir das erzählt, als ich so 5, 6 Jahre alt war und noch dachte, dass mein Vater der Held ist, der Gott. Dein Vater ist der Gott. aber halt, wo man so noch sehr, Papa. Und... Auf jeden Fall habe ich mir dann eine Zeit lang immer auf Nutella-Brot rohe Zwiebeln gelegt. Also wenn ich jetzt keine 100 Jahre alt werde, weiß ich auch nicht. Ach, ich schneide das da mal. Das da schon. Mach du mal das Dressing. Ich glaube, da muss man noch ein Dressing machen. Lest oh ja, mal. Stimmt. Ja, ja, ich weiß, ich habe die Pfanne schon 800 Mal in meinem Leben gemacht. Vorhin wusstest du ja auch nicht. Dann stehst du nur hier das. Rum. Ich wollte es dir nur zeigen, wo es steht. Nein, nein, aber du hast gesagt, was stehe ich jetzt hier rum? Hättest du ja auch schon längst das Dressing machen können. Da hast du recht. Wie klein? Also grob steht da drin. Grob, bitte nur grob. Ich will schon schmecken, dass ich nur auf eine Mandel oder auf eine getrocknete Aprikose beiße. Ja. Die werden aber auch mit erwärmt noch. Also da habe ich ja auch das aufgehört. Ich habe ja in der Sterneküche angefangen zu lernen, meine Kochausbildung. Ja. Ja. Mir ging das dann so auf den Geist, weil man alles musste man klein schneiden. Ah, okay. Die Möhren mussten dann aussehen, die Finger, jede Möhre musste gleich aussehen. Okay. Es war so viel bescheuerte Arbeit. So, also ach so, genau, wir machen, ich sag mal, eine leichte Soße oder ein Dressing, könnte man fast sagen. Und da machen wir Zitronensaft und Olivenöl. Die Basis eines jeden guten Dressings, ein bisschen Säure, ein bisschen Öl. Mhm. Und da machen wir aber noch Honig rein, ein bisschen was Süßes. Und Salz, Pfeffer. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen hochschalten. Ich hätte, der Halloumi braucht ein bisschen Bräunung. Ja, vielleicht hätte man den Halloumi zuerst reinmachen sollen. Vielleicht hätte man das machen sollen. So. Wenn ihr nicht aufpasst, ich fische mal den Kern raus. So. Ja. Genau. Ich mache den Honig da rein. Honey.
Steht eigentlich dein Campingwagen im Winter auch auf dem Campingplatz? Oder müsst ihr abbauen? Wir müssen leider abbauen. Ah, bei euch auch. Wann endet die Saison? Ende Oktober. Ah ja. Und da kann man dann auch im Winter nicht mehr hin, oder? Ich sag mal so zum Nachmittag, wenn es mal ein schöner leider Herbsttag nicht. Ist. Das wär noch viel besser, wenn das gehen würde. Aber ich kann da zwar hinfahren, aber ich kann... Ich meine, der Wohnwagen ist halt auch voll mit Sachen. Weil alles, was im Vorzelt ist... ist jetzt im Wohnwagen. Ist jetzt dann im Wohnwagen, dann kann man da nicht mehr drin sitzen. Man kann nicht mehr im Vorzelt sitzen. Also ja. Das ist okay. So. Zitrone. Was habe ich jetzt da jetzt rein? Zitronensaft und Honig. Jetzt machen wir da noch ein bisschen Olivenöl. Und dann noch Salz, Pfeffer. Ah, die Minze. Das kannst du, glaube ich, auch schon reinmachen, Thorsten. Die, kommt das da rein? Die Nüsse, ja. Oder kommt das in zum Couscous? Nee, tut es in die Pfanne. Noch kurz mit in die Pfanne. So. Ja, definitiv hätten wir vielleicht erst den Halloumi da reinmachen können. Oder den Halloumi gleich mit dem Kohlrabi. Das wäre wahrscheinlich. Aber da müsstest du auch da müsstest du aber das Rezept umschreiben, glaube ich. Aber ich finde es nicht schlecht, weil er hat schon hier Bräunung. Ja, ja. Das ist natürlich... Das wird schon. Ich meine, wie lange gibt es das Gericht schon in der Kochtüte? Boah, ewig. Das war eins der ersten. Siehst du? Eins der ersten. So, jetzt das Highlight. Frische Minze. Frische Minze finde ich ja immer. Frische Minze. Muss man das da gleich mal ein bisschen durchführen? Oder machen wir das Olivenöl drüber, ja. Ein bisschen Olivenöl. Und dann einmal auflockern mit einer Gabel. Aber es ist locker. Ach, fluffig, würde ich fast sagen. Fluffig, locker. Fluffig. So. Man kann noch ein bisschen mehr Olivenöl reinmachen, oder? Das kann man, wenn du sagst, du möchtest das, dann machen wir das so einfach so. Ich mag nämlich Olivenöl. Wir lieben Olivenöl. So. Guck mal, das sieht jetzt doch. So, ich glaube, wir machen hier mal. Das sieht jetzt doch gut aus. Das sieht doch super aus. Es ist wieder eins dieser schnellen, aber doch raffinierten Feierabendgerichte, wo man auch, nach einem 8-Stunden Arbeitstag noch schafft zu machen. Ich persönlich, mir macht ja Kochen Spaß. Ich weiß nicht. Mir macht Kochen auch Spaß. Ich finde, Kochen ist geil. Kochen ist das aber Geilste. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich habe manchmal diesen Druck. Ich komme nach Hause, ich könnte stundenlang kochen, aber der Sohn muss um 8 Uhr ins Bett. Es ist aber schon 6:30 ja. oder es ist schon 7:15. Ja. Und es ist noch nicht gegessen, es soll gekocht werden. Ja. Und all dem Ganzen gerecht zu werden, ist total... Sobald Zeit... Dann macht es überhaupt gar keinen Spaß mehr zu kochen. Und dann stehe ich so drauf, Kochtüte auf, rein, zack, 20 Minuten gibt es. Schnelle Nummer. Nee, aber super, du hast vollkommen recht, sobald Zeitdruck dazu kommt, dann macht mir dann auch keinen Spaß mehr. Und dann, wenn dann noch irgendwie Kinder weinen und dann macht es echt keinen Spaß mehr. Ansonsten könnte ich auch um 20 Uhr noch einen Gulasch anfangen und das halt erst um 11 essen. Ja. Dann 3 Stunden so vorm Ofen sitzen und anschauen, wie es blubbert. Nee, dann noch Spätzle dazu machen und alles. Zigarettle rauche, Spätzle mache. Genau. So, jetzt... das sieht hier super aus. Ich möchte, Thorsten, dass du 2/3 da rein oder 3/4 und den Rest noch ein bisschen zum... 2/3 oder 3/4? Oh Gott. Wie du willst. Also nicht alles. Ich will nur noch ein bisschen was. Du weißt doch immer, ich bin doch so ein Garnierfreak. Ja, natürlich. Ach so, nee, da steht ja auch irgendwie, hier darfst du hochstapeln. Ich glaube, ich habe das gelesen, oder? War das nicht bei dem Gericht? Ist das bei dem? Ja, hier darfst du gern hochstapeln. Bisschen mehr. Noch mehr? Okay. Jetzt rühr und dann ist fertig. Rühren Sie bitte. Das ist eine Bauarbeiterportion, würde ich sagen. Heide Witzka. Also ich meine, bei dir sind 2 Gerichte, reichen eigentlich für 4. Also das ist schon immer... So wie beim Asiaten, wenn man ein Gericht bestellt. Und dann so einen Topf Reis dazu kriegt. Ja. Gut. So. Machen wir mal da drauf.
Aber nicht alles, sonst sieht es so ein bisschen blau. Nein, nicht alles. Sicher. Wie hast du in Salon noch was essen? Wobei der fährt nicht Fahrrad, nur wir. Gut, jetzt kannst du da noch ein bisschen so, was. So, du bist der Garnierer, komm, garnier ich? Mal. Ich will das jetzt sehen, wie schön du das machst. Ich agiere da nach dem Zufallsprinzip. Hochgehen und tief fallen lassen. Wahnsinn, oder wie ich das mache? Hm? Der Wahnsinn. Schau dir das an, Thorsten. Schau dir das an. Ja, warte. Unglaublich. Unglaublich, sag mal. Ja, fertig. La, 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 la. Und jetzt, wichtig, das Dressing. Da könnt, erstmal muss ich noch umrühren. Öl setzt sich ja ab vom Rest. Deswegen müssen wir das kurz vorher nochmal umrühren. Und dann. So, wie du das machst. Geil. Haben wir schon über deine nächste Gehaltserhöhung gesprochen? die kannst du dir nicht leisten. So, herrlich. Jetzt haben wir es, Thorsten. Ein bisschen sagen, Olivenöl ja, noch, immer oder? Oben drüber. Ja, auf jeden Fall. Herrlich. Soll ich es mal zeigen? Bitte. Kann man das dem... Die Kamera zeigen? Nie, auf keinen Fall vorenthalten. Guck mal hier. Geh ein bisschen noch einen Schritt zurück vielleicht. Oh. Also so. Wir sind auf jeden Fall sehr stolz. Für uns sieht es gerade fantastisch aus. Da ist der Gabel. Ja, aber ey, mach noch mal ein Foto davor. Komm, wir gehen noch raus und machen ein Foto. Sagen hier Tschüss und dann gehen wir raus und machen noch ein Foto. Thorsten, ich kann dich beruhigen. Ich habe es geschafft, ein Foto schon zu machen. Wir brauchen es nicht mehr. Ach, vielleicht sieht es jetzt noch. Alles klar. Ich sage einfach mal, machst du mal einen Appetit. Tschüss? Sagst du mal Tschüss? Was ich immer sonst sage? Ja, aber ich esse noch einmal und zeig noch mal. Jetzt habe ich aber auch Lust. Das riecht nicht so gut. Lecker. Super. Aber jetzt Tschüss. Chriskochtüte.de. Jetzt.